Also bis jetzt ist es echt mein darkester Livestream ever, ey. Hätte ich nicht irgendwas noch tun sollen? Ich weiß es nicht. Ich werde das Ganze ja auch noch in Videoform hochladen. Das heißt, spätestens dann wird vielleicht auch der ein oder andere Kommentar kommen. Die Kamera ist aber ganz schön dunkel. Aber ich kann leider in dem Moment nichts ändern, weil ich jetzt gerade hier dieses ganze Spielchen streame. Und um das zu ändern mit der Kamera, müsste ich den Stream beenden und nochmal neu starten. Und da habe ich keinen Bock zu. A full-length mirror. Also ein Spiegel. Wahrscheinlich full-length heißt, dass man den ganzen Körper damit sehen kann. Makes me want to double-check if my shirt's tucked in. Okay, also er würde... Also es gibt ihm das Gefühl, er müsste zweimal checken, ob sein Hemd auch in der Hose steckt. So verstehe ich das. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt mal da hoch zu der Dame, denn die ist ja da nicht ganz ohne Grund. Hallo? Wacht sie auf! Wake up, you shouldn't be here. Aufwachen, du solltest nicht hier sein. Hallo? Warum, sagt sie. Wo bin ich? Und jetzt ist der Wei dran, also das sind wir. The Auditorium. You were sleeping on the stage. Du bist im Auditorium. Du hast jetzt hier auf der Bühne geschlafen. Hä? School is cancelled because a typhoon is coming. Also Schule wurde ja abgebrochen sozusagen, wenn man so will. Denn ein Typhoon ist im Anmarsch. Typhoon? I just came from my classroom. You're the first person I've kam across. Also ich bin gerade erst aus dem Klassenzimmer gekommen. Gerade erst. Wie lange ist es her? Halbe Stunde. Du bist die einzige Person, oder du bist jetzt die erste Person, die mir hier begegnet. Merkwürdig. Wie bin ich? Also wie bin ich hierher gekommen, meint sie wahrscheinlich. Wir sollten gehen. Es wird langsam dunkel hier. Der Regen wird stärker. Warte! Meine Kette ist weg. Was? Hast du meine Kette gesehen? Ich denke nicht. Natürlich haben wir ihre Kette gesehen. Wir haben sie gerade aus einem Lüftungsschacht geholt. Wie? Ich muss es irgendwo verloren haben. Ich gehe nicht ohne es. Kann ich nicht runter? Achso, ich kann nur so runter. Ja, ich habe doch die Kette. Also ich hätte das eigentlich erst jetzt tun sollen, die Kette holen. Wo willst du denn hin? There is it. How did I lose it? Hä? Hab ich sie ja schon gegeben? Is this the necklace? Also ist das die Kette? Du hast es gefunden! Ja! Awesome, wäre ja eigentlich atemberaubend oder irgendwie so, ne? Dankeschön. Jetzt zieht sie sich die Kette an. Sehr schön. Wo hast du es gefunden? Im Storage Room, was ist das? So Geräteraum oder Schuppen? Also im Geräteraum nenne ich es jetzt einfach mal. Neben der Bühne. Es sieht so aus, als hätte es jemand dort hineingeworfen. Was? Why would it be in such a place? Warum sollte es dort sein? Naja, vergiss es. Du hast es jedenfalls gefunden. Jetzt lass uns gehen, bevor der Regen noch stärker wird. Sicher. Dann gehen wir jetzt. Aber wir haben ja auch nicht viel Zeit. Jacke noch mitnehmen. Some odds and ends and an old military jacket, also.
Nothing special hier. Alte Militärjacke. Odds and Ends weiß ich leider nicht. Enden? Naja. Wow. Okay. Wow, es regnet schon ziemlich stark. Ein alter oder gealterter Banyanbaum. Er war möglicherweise oder offensichtlich, offensichtlich schon lange bevor die ersten Menschen hierher gekommen sind. Da. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt unbedingt so interessant finden, aber gut, dass wir darüber geredet haben. So. Sieht schon schön aus, die Grafik, ne? Ich hatte das Spiel ursprünglich ja überhaupt nicht so wirklich auf dem Schirm. Aber gut. Hat mir von der Demo her keinen schlechten Eindruck gemacht, deswegen spiele ich es jetzt hier. Nur um das mal kurz am Rande erwähnen zu haben. Dieser Felsen ist schon lange hier. This rock's been sitting here for quite some time. People say it fell from a small temple on the mountain. Die Leute behaupten, er ist aus oder von einem kleinen Tempel von den Bergen irgendwie herausgefallen. Das ist wirklich beschissen übersetzt von mir, ich weiß. Ihr könnt es aber gerne im Kommentarbereich berichtigen. Was haben wir hier? Das ist die Security Office by the main gate. I guess even the guard left for home. Okay, also das ist das Sicherheitsbüro beim Haupttor. Also da muss man morgens auch wahrscheinlich angeben, wer man ist und Ausweis und so weiter und so fort. Wer bin ich denn? Was will ich hier? Und warum eigentlich? Und so weiter. Und die sind aber scheinbar auch heimgegangen. Hier geht's raus aus dem Campus. Na also. Was nun? Achso, da ist ein blinkendes Beinchen zum Beispiel. Das ist ein Kreuz. Das ist schon, sah gerade aus wie ein Kreuz, aber es ist so ein Straßenschild. Also auf jeden Fall geht's dann irgendwo hin. Was? Bridge collapsed. Die Brücke ist zusammengebrochen. No freaking way. Was zur Hölle sozusagen? Gar kein Fall eigentlich, ne? Oh, und das Wasser ist rot. Gott. Warum ist der See, warum ist der Fluss rot? Das sieht aus wie. Das sieht ein bisschen aus wie Blut. Sagt es nicht. Sorry, ich hab nicht dran gedacht. Was ist passiert? Okay, jetzt lassen Sie uns erstmal beruhigen und darüber nachdenken. Dafür muss es eine vernünftige Erklärung geben. Für blutrotes Wasser. Natürlich. Nicht mal matschiges Wasser sollte diese Farbe haben. Ja, man kennt das ja von ganz dreckigem Gewässer oder wo viel Matsch halt drin rumschwimmt, dass es so rotbräunlich manchmal ist, ne? Aber natürlich nicht so krass rot wie hier. Ah. I think I know the cause of this. Ich glaube, ich kenne den Grund dafür. There are a few factories located upstream. Okay, also flussaufwärts sind einige Fabriken. It's probably them dumping chemical waste into the river under cover of the typhoon. Okay, also benutzen wohl den Typhoon, um Giftstoffe ins Wasser, also Chemikalien und Giftstoffe ins Wasser abzuleiten. Das jetzt, wovon er vermutet, dass es das Wasser rot färbt. Auf welche Fakten bist du sicher? Ich habe Leute davon sprechen hören. Vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich hast du recht. Das Schlimmste ist, wir haben keine andere Möglichkeit, jetzt hier wegzukommen. Also nicht, wir können nicht den Berg runterlaufen oder irgend sowas. Das ist wohl nicht möglich. Anhand der Brücke. Anhand der fehlenden Brücke. Tonnen von Leuten überqueren jeden Tag diese Brücke.
sollte eigentlich besser halten, maintained oder besser wahrscheinlich gepflegt oder halt instand gehalten. Guess we have to head back to school. It won't do us any good standing here in the middle of the rain. Okay, also wir sollten zurück in die Schule gehen. Es bringt uns nichts hier zu bleiben. Es tut uns nicht gut, hier stehen zu bleiben. Mitten im Regen. Richtig, sagt sie. Keine Angst, es ist nur ein Taifun. Die Schule hat genug Vorräte für uns, um durch den Sturm zu kommen. Alles klar, sagt sie. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Du siehst wie eine vertrauenswürdige Person aus. Reliable, vertrauenswürdig, denke ich mal in dem Zusammenhang. Na, ich versuche nur optimistisch zu sein. Dann lass uns gehen. Okay, wir müssen zumindest mal nicht selber wieder zurücklaufen. Das machen die komplett alleine. So. Alles nass. Oder ich bin nass und müde. Was für ein Tag. Jetzt ruhe dich ein bisschen aus. Wir müssen eventuell die ganze Nacht hier verbringen. Oh, warte. Ich habe dir noch gar nicht offiziell dafür gedankt, dass du meine Kette gefunden hast. Ich bin Fang Rai Xin, a senior from Miss Jin's class. You can call me Ray. A senior, was heißt denn das? Ehemalige Schülerin? Oder noch Schülerin? Oder? Von Mrs. Jin, und die, um die wird sich ja auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil sie immer so ein bisschen rumgekränkelt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was ist mit dir? In welcher Klasse bist du? So, you're my senior. Weißt du, was heißt denn das? Bist du senior, genau. Ist Fang. Mai Wai Chung Ting. Okay, also er ist Wai Chung Ting. Und sie ist Miss Fang. Also sie ist dann wohl klassentechnisch über ihm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Nicht formell mit mir sein. Das ist ein bisschen komisch. Einfach Ray reicht. Oder Rai. Normalerweise gehen wir nicht ins Senior Building, also wahrscheinlich in das Gebäude, in dem die höheren Klassen lernen. Schätze ich jetzt mal. Ich habe gehört, dass es hier ein sehr kompetitives, dass es hier eine sehr kompetitive Umgebung ist. Wo sich alle den Arsch abarbeiten und lernen. So kompetitiver, so ein Stück weit. Ja, jeder will irgendwie besser sein als der andere. So verstehe ich das. Ah, es ist nicht so schlimm. Einige von uns machen immer noch, was sie wollen. Oder was wir wollen. Ein paar von uns tun immer noch, was wir wollen. I do envy you for graduating. Soon you won't have to see Fong on a daily basis anymore. Bald wirst du Fong nicht mehr täglich sehen müssen. Ich weiß es wirklich nicht, tut mir leid. Instructor Bai. I don't even dare call him by his whole name. Ah, ist der das? Okay. Ich traue mich nicht, bei ihm bei seinem ganzen Namen anzusprechen. Rumors says, also man erzählt sich, glaube ich, heißt es, man erzählt sich, dass er ein Relentless, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein Killer im Krieg war. Also vielleicht mehr oder weniger zum Spaß oder auf jeden Fall brutal Leute getötet im Krieg. Das würde der Wai auch nicht tun. Also ihn bei seinem vollen Namen ansprechen. Wir sind alle etwas verängstigt bei ihm. Oder haben alle ein bisschen Angst vor ihm. We avoid him any possible way we can. Also wir versuchen ihn zu meiden auf jede mögliche erdenkliche Weise. Aha. Hey du, komm her. Why? Was versteckst du? Warum versteckst du dich von mir?
Are you affiliated with the commies? Kann ich leider auch nicht wirklich übersetzen. Auf jeden Fall möchte sie wohl, dass er ihr näher kommt. Wow. That was a perfect imitation, giving me goosebumps. Ah, sie hat gerade diesen Rektor wohl, diesen Instructor da, nachgeäfft. Jetzt verstehe ich. Und ihm bereitet diese Imitation auf jeden Fall Gänsehaut, die ist sowieso gut, ist zu. Okay, ja, bleib ganz ruhig, Buddy. It'll be your turn to graduate next year. Also nächstes Jahr bist du dran mit graduate. Was auch immer das genau heißt. Ich weiß es wahrscheinlich sogar in meinem tiefsten Innern, mir fällt es noch gerade nicht ein. Life's a struggle. Das Leben ist eine Qual, kann man jetzt, ist glaube ich das falsche Wort, aber naja. Wir wollen ja jetzt hier auch keine perfekte Übersetzung. Ich denke auch, ich labere viel zu viel jetzt hier gerade beim Bogenlesen und so weiter. Hey, I know what we can do. Ich weiß, was wir machen können. Let me go use that phone in the principal's office. See if I can contact anybody. Okay, ich werde versuchen, das Telefon im Direktorenzimmer zu benutzen. Vielleicht erreiche ich jemanden. Dann hole ich diesen Heizkörper aus dem Storage Room und ein bisschen was zum Reinschmeißen, für Hitze sorgen. Couple Blankets from the Heat. Ne, Blankets wird dann wohl eher doch vielleicht so Wärmedecken oder sowas sein. Nichts zum in den Ofen schmeißen zum Heizen. Das ist ja, so wie ich das verstanden habe, auch ein Ölheizer. Das sollte ich jetzt ins Öl schmeißen. Egal. Das sollte uns für die Nacht erstmal reichen. Das klingt nach einem gut durchdachten Plan. Brauchst du Hilfe? Ah, ich komme schon klar. Du solltest dich hier ausruhen. Mrs., sagt er sogar. Der Mann hat's unter Kontrolle. Nun warte. Und sie sagt jetzt wieder, halte mich nicht für eine von diesen Pampered Girls, ja, was soll das heißen? Wahrscheinlich so hochnäsig oder mädchenhaft, girlyhaft, was auch immer. Okay, ich bin vielleicht widerstandsfähiger als... Widerstandsfähiger sage ich jetzt einfach, weil ich denke, dass es das heißt. Als die meisten von euch Jungs. Sorry, war nicht so gemeint. Ist okay. Du musst dich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass du nur helfen möchtest. Okay, wie wäre das? Ich gehe und führe das Telefonat. Dann können wir zusammensuchen, was wir brauchen und es zurückholen. Also den Heizer und das alles, das andere da, diese Decken wahrscheinlich oder was darauf gemeint war. Okay, das klingt gut. Ich werde hier auf dich warten. Nur beeil dich zurückzukommen. Es wird richtig dunkel. Also es wird bald richtig dunkel hier. Okay. So nun, kann ich das nochmal lesen? Ja. What happened at the bridge was unexpected. Okay, das, was an der Brücke passiert, das war unerwartet. Jetzt mal sehen, ob ich irgendjemanden erreichen kann mit diesem Telefon. Okay. Ich glaube, an welcher Stelle ich den Raum verlasse, ist relativ wurscht. Ich gehe wie immer mal noch von vorne nach hinten durch, um zu gucken, ob es hier irgendwie noch was zu lesen gibt, aber ist nicht der Fall. Auf alle Fälle mal raus. Was zur? Was? Okay. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich wollte eigentlich nur den Heizer holen und so und telefonieren. Wo ist das Principal's Office? Moment mal, jetzt kann ich nichts mehr machen. Er läuft jetzt alleine. Jetzt löst er sich auf. Schritte, ja, gaben ein leises Echo. Invoking a trace of suspense in me.
Also eine Spur von irgendwas wurde in ihm oder ihr erweckt. A trace of suspense, suspense. Ich weiß es leider nicht. Aber auf jeden Fall klingt das nicht angenehm. Die Realität, ja, löste sich auf sozusagen. Und die Zeit stand still. Ich schluckte schwer, als die Leerheit, Emptiness, oder halt die wie. Da gibt es noch ein schöneres Wort für Leerheit. Also, ne? Auf jeden Fall wahrscheinlich gedanklich im Kopf leer, irgendwie sowas. Und was nun? Passiert. Sieht aus, als würde er nicht mehr atmen. Ist er tot? Aber wie? Er war doch eben noch okay. Oh mein Gott, ich habe dich gerade erst getroffen. Sag mir, dass das nur ein böser Traum ist. Okay, Ray. Tief durchatmen. Da ist ein Notizbuch auf der Bühne. It's Vice Journal, also es ist sein Notizbuch. Jetzt sind sie also sein Notizbuch. Saw him looking through it earlier. Ich habe vorher dabei gesehen, wie er es angeschaut hat oder durchgeblättert hat. Vielleicht ist da was, vielleicht stehen da Hinweise drin, was passiert ist. Mich würde erstmal interessieren, was, also wie, also hallo? Ist ja irgendwie erst arg krass hier, ne? Wie sich das mal eben. Man kann ja auch stundenlang angucken. Fortune Telling Poem. A Fortune Telling Poem from the Temple. Okay, so eine Art. Wie soll ich sagen? Ein glücksversprechendes. Dings. Poem. Also ein Reim oder sowas. Turn the wheel with the laws of universe to reveal the path ahead. Dreh das Rad mit den Gesetzen des Universums. To reveal the path ahead, also um den Pfad vor dir. Reveal, ich glaube, freizulegen oder sichtbar zu machen. Old Photograph, das haben wir vorher schon gesehen, da steht was drauf. Es sind nur diese zwei Sachen drin. Er hat aber vorher definitiv mehr aufgeschrieben.